Ja, hier wieder beim Koali und beim Malael. Wir sind immer noch im Wasser zusammen, nehmen zusammen ein Bad in den Katakomben unterm Flugplatz. So, und wir sind jetzt, glaube ich, so weit in Kingsmith durch, glaube ich. Wir haben jetzt eigentlich so fast alles gemacht hier, was man so macht. Ich glaube, es gibt noch so ein, zwei Sidequests, die wir nicht haben. Und natürlich die Instanz. Aber sonst fehlt dir noch irgendwas? Also hier allerhöchstens solche Nachforschungsquests, aber die brauchen wir. Nö, ne? Ich finde, wir machen jetzt erstmal hier so ein paar Golems platt. Ah, die mit dem Totenkopf. Was? Der hat einen Ja, okay. Totenkopf? Da oben links neben dem Namen, da ist eine Schwierigkeit, kann man überhaupt noch mit dem Wie hat er keinen? Nein? Ah, doch. Wohl. Neben dem Namen. Aber guck mal, der geht doch down. Ja, der ist ja auch für Gruppen gedacht, also Totenkopf. Die sind eigentlich für Leute gedacht. Ich sage immer, wenn die Monster genauso viele Lebenspunkte haben wie du, dann geht das eigentlich. Oder eigentlich so 1000 mehr oder so geht. Oh, ein Chaos-Fokus. Ja, hattest du nicht auch mal irgendwie erwähnt, dass du mal auf Chaos gehen wolltest, ganz am Anfang deiner LPs? Ja, aber das ist ja nichts so für Heilung, ne? Nee, das ist eher Ja, Tank. das wäre was hier für deinen Kumpel, wenn der Tank spielen will, ne? Der geht ja auf Schwert Ja, aber und Elementar. Schwert und Chaos ist auch, glaube ich, ganz gut. Ja, stimmt. So, wir Das können ist uns eigentlich ungefähr. wieder teleportieren. Und zwar müssen wir ja ins neue Gebiet, ne? Hast du deine Story schon, die so weit geht? Ja. Ah, gut. Das war dann bei. Beim Animasprung. Ja. Bei den Bienchen, ganz am Anfang. Ja, oh ja, da werden die erst, wenn du schon da warst, kennst du sie ja. Ansonsten würde ich sagen, da werden wir sich sehr amüsieren. Bei dem Bienchen? Nein, bei dem Gebiet. Ach, bei dem Gebiet. Ja. Okay, ich bin auch in dem Mond. Akaps hießen die Dinger, ne? Diese komischen Flügelviecher. Ach stimmt, ich habe die Quest hier die ganze Zeit rechts bei mir stehen. Da stehen die Namen drin. Das waren so. Ich habe noch zwei Ackerbrühen zerstören und zwei schattenhafte Brüderbeiter drin. Ja. Also jetzt seid gespannt, neue Welt. Neue Welt. Ja, genau. Von mir kommt wahrscheinlich jetzt erstmal wieder ewiger Ladebildschirm. Ach nein, die geht echt schnell. Okay, jetzt habe ich was gesagt. Jetzt hält er wieder still. Aber bei mir dauert noch. So, neue Welt. Sieht genauso aus wie die alte, nur schlimmer. So, hier haben wir erstmal direkt eine Sidequest. Getötete Kurier. Zack. Das Päckchen untersuchen. Welches Päckchen? Das da. Der Straße folgen. Aber ich muss doch hier zu dem Haus. Ich gehe erstmal zu dem Haus. Ja, jetzt bin ich auch da. Bei dem Haus war es ja, glaube ich, schon, wenn du in der. Oh, Ja. Zombies! Das Haus habe ich schon erledigt. Die Zombies sind aber jetzt. Ja, geht. Ich heile mich halt die ganze Zeit wieder hoch, wenn ich ihn treffe. Ich glaube, die passive Heilungswertsteigerung hat schon ordentlich was gebracht hier. Ja, das ist auch einer der Gründe, warum ich auch mal über das Sturmgewehr nachgedacht habe. Erhöht Abfahrtwinkel. So, ich glaube, das ist jetzt noch eine Solo-Instanz, ne? Ja. Ja, ist es auch. Ich wünsche dir viel Spaß. Ich bewache den Eingang. Das klingt so So gruselig. was? Ach ja. Zeug zum Einsammeln. Einsammeln. Ja, und viel Spaß mit dem Spielverderber. Spielverderber. Ja? Du wirst, glaube ich, wenn er kommt, wirst du sehen, was ich meine.
Immer diese Ankündigungen hier. Ja, ich will ja nicht so viel spoilern. Ja, ist auch für unsere Zuschauer nicht so schön. Ja. Aber so ein bisschen die Spannung aufhellen kann man ja. Also kommt hier gleich was Fettes, Dickes, was ich kaputt machen muss. Ja. Okay. Auch. Seid gespannt, Leute. Wird die kleine Eukalypta das schaffen? Mit ihrem Heilungsskillung. So. Willst du einen kleinen Tipp? Mir fehlt noch irgendwo was, glaube ich. Hier ist nichts mehr. Hier. Ach ja, da war ja erstmal was mit der Tür. Ich habe jetzt ein. Habe ich das Buch jetzt. Ah ja, da, das Buch ist im Inventar, okay. Suche nach der Erleuchtung. Wer die Erleuchtung sucht, muss Folgendes tun: Gleichgewicht finden. Also Gleichgewicht. Oh, noch ein Raucher. Dem Tod entgegengehen. Vergangenheit. Pyramide. Und Auge. Okay. Also, Gleichgewicht. Das ist das Yin und Yang Zeichen. Tod. Ist der Totenschädel. Vergangenheit. Da habe ich Probleme. Falsch. Mist. Ich glaube, ich hatte das erste Mal das Freimaurerabzeichen. Ja, das habe ich auch gerade versucht. Vergangenheit. Der. Du musst die anderen beiden Teile erst wieder rausnehmen und mal von vorne anfangen. Ganz vorne anfangen. Ach ja. Du Scheiße. Das ist ja blöd. Und das Blöde ist, ich kann dir nicht mehr helfen, weil vom Sehen her könnte ich das jetzt erkennen, welches es war. Also, ach so, die Vergangenheit verbrennen. Verbrennen ist wahrscheinlich der richtige Hinweis. So, Yin und Yang. Verbrennen müsste dann der Phönix sein. Nicht? Also das Tempelabzeichen ist es auch nicht. Moment, aber das gibt es ja noch mit Verbrennen. Irgendwie ist es hier gerade. Geh mal kurz einmal weg, wieder hin. So. Versuch mal den Davidstern. Davidstern? Ich glaube, der war es. Nee. Nein. Ja, dann weiß ich auch nicht weiter. Ich war mir jetzt zu 51% sicher. Verbrennen müsste der Phönix sein, weil so alles andere hat nichts mit Feuer verbrennen. Ja, jetzt geht der Phönix auch. Ich hatte den eben nämlich noch da drin. Okay, und Pyramide ist auch klar. Und das Auge. Didi. Ui, ein Hündchen. Jo, 24.000 Leben, ja, wollt ihr mich verarschen? 24.000. Ah. Bleibt in Bewegung. Ja, 1000 habe ich mir fast abgezogen. Ich hatte 25% Zeit runtergehauen. Also ein Viertel. Friss Heilungskugeln. Hm?
ich hilf mir selber. Ah, komm in den Pokéball. Da spielt da einer Pokémon. Schade, es ist so ein Amulett. Aber es wäre geiler gewesen, wenn es ein Ball gewesen wäre. Ja. Oh, komm zurück, Pikachu. Beobachtet, dass ich auch dazu kam. Man jagt Löwen nicht mit Erbsenpistolen. Kenne deinen Feind. Ich habe darauf gewartet, dass hier was passiert. Es war im Boden. In der Luft. Deshalb kamen Boone und ich hierher, schon vor dem Nebel. Es gibt eine Macht auf Solomon Island und sie verbreitet Schmutz. Und sie wacht auf. Mein Freund Jack sagt immer, er hat schon jede Schlechtigkeit der Welt gesehen. Aber er irrt sich. Das war erst der Anfang. Ich wusste immer, dass was Schlimmeres auf uns zukommt. Und jetzt ist es da. Der Mann, den sie jagen, besitzt etwas Mächtiges und potenziell Gefährliches. Ich helfe so gut ich kann, und mir fehlen ihre besonderen Talente. Mann, ich habe 30 Jahre gebraucht, um einen einfachen Zauber zu wirken. Nein, wenn ich dem Artefakt zu nahe komme, ist das keine gute Sache. Ich höre das Flüstern sogar jetzt. Und ich habe ihre natürliche Abwehr nicht. Ich habe Angst, was es mit mir macht. Und was ich dann mit allen anderen mache. Ich habe nachgeforscht. So wie ich das sehe, hat dieses Relikt den Nebel hergebracht. Oder das, was ihn kontrolliert. Wer immer es hat, hält das Schicksal von Solomon Island in den Händen. Ich kann nicht sagen, wohin der Tunnel führt, aber die Illuminaten haben tief gegraben, als sie die Insel beherrschten. Das Netzwerk erstreckt sich von Kingsmouth im Osten bis zur Akademie im Westen. Ich weiß nicht, wo dieser Tunnel endet, aber sicher westlich von hier. So, so, der Indianer mit dem Pokéball. Ja, der Spielverderber. Ja. Ich wollte das Ding töten. Ja, ich glaube, das wäre ein bisschen kompliziert geworden. Das hätte vielleicht länger, etwas länger gedauert, aber... Wie gesagt, ich hatte ihm ja keinen Filter weggehauen schon, bevor der kam. Ja, der hat auch nicht gut ausgeteilt, ne? Also... Nein, so gut nicht. Und trotzdem, ich bin immer in Bewegung geblieben. So, ja, die Straße folgen, ne? Zombies! Da haben wir jetzt Loot ohne Ende hier. Ja, Geld, ich will Geld haben. Ich will mir den Mantel kaufen. Gier! Ja, schon so weit, immer zu drücken, ne? So. Hier vorne war aber noch ein zweites Quest, das gucke ich mir jetzt auch noch an. Aber erst hole ich mir jetzt hier vorne die Zombies. Moment. Mit einer Granate. Oh, die haben es sogar überlebt. Das heißt, die Zombies hier sind stärker als in der anderen Umgebung. Das kannst du an der Farbe des Symbols sehen. Ja, wenn ich mal auf die Symbole achten würde, würde ich das auch sehen, ja. Ja, das ist vielleicht einfach Multiplayer-Spielerinstinkt. Ja. Mehr Polizei. Ich habe einen Tipp von diesem Wolf bekommen, dass eine ganze Menge Tote aus dem Meer gekommen sind. Ihr Ziel ist die Stadt. Das ist so ziemlich das Letzte, was wir jetzt brauchen. Die Zombies im Erreichen des Tunnels verhindern. Ja, okay. Halt die mal. Hab ja hier so einen Damage-Dealer mit dabei. Wähl doch mal dich als Defensivziel aus. Und bleib hinten stehen und schieße. Das ist eigentlich ganz nett mit dem Stoff. Ja, ich habe sowieso überlegt, irgendwann mal die Paladin-Skillen zu probieren. Vielleicht habe ich die ja sowieso schon beim nächsten Mal schon angefangen. Wie ist ja mit Schwert und Pistolen?
Ich kann vielleicht etwas besser tanken, wenn ich Nahkämpfer bin. Kann ich mir wenigstens vorstellen, dass ich anders sein kann. Da kommen wir mal ganz schön Horden an hier. Ja. Das haben wir jetzt einen guten Ausdruck. Ich glaube, ich brauche auch den Klauen-Aufbau-Skill. Brauche ich im Prinzip auch gar nicht. In dem Bild hier zumindest nicht. So, die Quelle des Angriffs finden. Was das wohl sein wird. Ja, irgendwie so ein leichtes Déjà-vu hat man hier, ne? Ja. Motorrad! Da ist er. Die beiden müsste ich ja nicht Marathon machen. Mist, ich muss erst vom Motorrad absteigen hier. Ach, der ist ja so gut wie. Also easy! Ja, ich hab den stärksten Angriff raus. Easy! Wenn man im Hinterkopf heißt, es immer umso größer, umso böser. Ja, eigentlich schon, ne? Deswegen hau ich da immer meine ganzen Force Hammer-Dinger raus. Das Coole ist, dass mit meinem Granatenangriff ich die Dinger auch noch stunne, ne, bis sie näher kommen. Ja? Das mache ich mit meinem Elite-Angriff auch. Also, hier, der hier. Mit dem. Der macht mit der auch. Schrotze. Du hast da vorne auch noch einen Aufsatz drauf. Nice. Ja, nett. Zum Overlook-Motel gehen. Das ist übrigens wieder da. Da ist übrigens wieder eine Instanz. Ah, und da oben ist irgendwas mit Flügeln. Eine ja, Feuerläuferin. Ja, aber die sollte man mal drauf achten. Die sind ziemlich freizügig. Und sie versinken wieder. Und da oben ist auch noch ein Vieh. Was ist das? Ein Schänder. Granate! Ja, das sind die Dummies gewesen von den Templern. Was? Ach so! Ja, du weißt, ja. Du weißt doch, dass die Drachen haben doch diese Dummies gehabt, diese Puppen, ne? Ja, bei der Ausbildung ganz am Anfang. Ja, die Illuminaten haben Hologramme und die Templer haben die Dinger gefesselt. Nach Überlebenden suchen. Na, hier sind doch bestimmt Überlebende drin. Hallo? Ist hier ein Überlebender? Ah, ja. Und der hat sogar Quests für uns. Für dich. Ah ja, du hast die wahrscheinlich schon gemacht. Ich hatte die schon gemacht und die Zeit ist noch nicht abgelaufen, dass ich sie nochmal machen kann. Dann sollten wir vielleicht vorher was anderes machen, ne? Die Recherche-Quest, da habe ich noch nicht. Die zweite. Recherche-Quest. Ja. Warum nicht, ne? Ah, die kennst du nicht? Bach und die Hölle. Ah, wer sind Sieger in dir? Die New York Times sagt anders, aber dieses Es läuft nicht, ich hau ab, hatte ich eh vor. Wir halten Kontakt, tauschen heiße Webcam-Fotos. Sie wollen mich noch. Aber jetzt bin ich frei, Baby, schwimme in Pillen, Muschis und träume vom Pulitzer. Scheiß auf Geschichten aus dem Leben, außer mit Hörnern und einem Teufelsschwanz. Ich bin also einem Toten um die ganze Welt gefolgt. Engländer, Theodore Wicker. Der Crowley von Soho. Er suchte die Hölle mit einem großen H. Wäre er geblieben, hätte ich Tipps gehabt. Afghanistan, Liberia, Bagdad, Tschetschenien, Brooklyn. Aber er kam 87 hierher, zum Arsch der Welt nach Maine. Mieses Jahr für Mode und noch mieser für Wicker. Steigt in Zimmer 13 ab, wird nie mehr gesehen. Dann geht diese Kakerlakenfalle ein und wird 25 Jahre nicht angerührt. Aber ja, mein Mann hat gefunden, was er suchte. So wie ich. Der Papst hatte recht. Die Hölle ist real und es sind nicht andere Leute. Der Ort ist eine Tür, das Zimmer ist das Schloss und die ganze Scheiße, die hier abläuft, ist der Schlüssel. Irgendwie ist der mir unsympathisch. Das ist ein Reporter, natürlich ist er unsympathisch. Jo. Zimmer. Oder bist du auch? Oder mit dir sind die Recherchen. Zimmer 13. Ja, da darf die Instanz eingehen. Die unheimliche Tür benutzen. Nein! Das ist die Instanz! Dungeon für 5 Spieler. Nee, möchte ich nicht machen.
geht einfach in die Instanz rein. So. Aber das ist das Quest, ich muss doch hier irgendwo hin. Hier, wo ich bin. Hier sind die Recherchen von ihm. Wo bist du denn? Ach so, nächster. Bin schon wieder zu weit gewesen. Ne? Ja. Ach da, die Recherchen untersuchen. Okay. Latein, scheiß Latein. Ach, nicht wieder Latein. Das sind doch Latein. Das steht voll. Doch da. Latein, scheiß Latein. Achso, das ist vorgelesen. Okay. Ja, ja. Main, scheiße. So viel Scheiße, wie hier auf dem Zettel steht. Immer diese Leute, die Kraftausdrücke benutzen. Zimmer 13 nach Hinweisen durchsuchen. Wollen Sie Zimmer 13 betreten? Ja, möchte ich. Wickers Tagebuch untersuchen. So, bei mir ist es wahrscheinlich jetzt erstmal wieder mit dem Laden etwas. Oh, fuck. Was? What a Rätsel. Okay, es dauert ziemlich lange. Ah gut, man kann das offen lassen, das ist schon mal gut. Ah, jetzt. So. Muss ich mir das erstmal angucken hier. Jetzt spawnst du direkt in mein Blickfeld. Es tut mir leid. So. Du, das da. Das dann. Sind das zwei? Ach ne. Der Teppich rollt sich wieder auf, ja. Das, dann das. Wo ist das K? K, 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 K. Da außen, ja. 1, 2, 3. Vier. Fünf. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, was ist denn das jetzt? Für ein komisches Zeichen. Ach, hier das, okay. Nee, das. 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 Leck mich, wenn es blöd ist. Auge. Okay, ich muss jetzt warten, bis der Teppich wieder einrollt, weil wenn ich das jetzt wieder anfange, dann habe ich eh die Zeiten nicht mehr überschritten. Ach, er hat sich aufs Bett gelegt. Ja, nett. Lass die Frauen mal arbeiten, nicht wahr? Mir wird gelegentlich vorgeworfen, dass ich leicht frauenfeindlich wäre, also. Aha, wer hat dir denn das vorgeworfen? Meine Ex-Freundin. Aha. Und die Ex-Freundin davor. Aha. Vielleicht ist da was dran. So, wenn ich jetzt anfange, dann rollt er sich bestimmt wieder auf. Pass auf. Ich fange jetzt einfach mal an. Hier. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Scheiße, wo war das jetzt? No. Nein. Das
dieses kleine Dreieck-Ding in... Ach, da oben. Cool. Das. Und jetzt dieses komische Zweigeteilte. Wo war das jetzt nochmal? Ich hab's mir doch eben angeguckt. Hab da. So ein Dreck. So, dann das. Das Auge. Das Teil hier unten. Nochmal das Teil hier unten. Das. Das. Das Auge. Das Auge mit dem Zeug oben drüber. Das Ding da. Und dann das Ding da. Tada! Jämmerlich für so etwas Unheilvolles. Ich spüre, die andere Seite ist nah. So nah. Ich sah es in den Augen des Motelbesitzers. So viel Angst und Leid. Auf diesem Boden wurden Opfer dargebracht. Die Fundamente sind getränkt davon. Und doch wurden sie mühelos verdeckt. So sind sie, die Illuminaten. Ich spüre die Unumgänglichkeit. Von allen Leben, die ich beendete, ist dieses letzte Opfer das verdienstvollste. Hier hast du es, Sakharissa. Das Herz von Theodore Wicker. Okay. Aber sonst geht's dir noch gut. Naja. Den Ort auf dem obersten Foto aufsuchen. Erstmal gehen wir wieder raus, oder? Der Typ, okay. Welcher Typ? Der gerade eben da gesprochen hat. Ja. Den habe ich, das wäre zu viel Spoiler, wenn ich von dem was sagen würde, deswegen. Ach so, okay. So, und jetzt gucken wir nochmal in die Quest rein. Oh, da kommt, Lady in Blue mit, naja, hallo. So, Weg da, ist meine. Bild anzeigen. Wo ist das? Das oberste Foto. Wie kann ich nochmal nachgucken? In dem Questeintrag gibt es noch Bildanzeigen auf Stufe 1. Okay, ja, da ist bei mir das Buch. Gibt es nicht Bildanzeigen? Ich bin auf Bildanzeigen gegangen. Achso, stimmt, Stufe 1. Ich bin dumm. Sag doch. Oh. Wer ist denn Villandesch? Oh, ich glaube, das habe ich schon mal gesehen. Schau mir gerade dein Video von Priest Island an. Ja, wie kann ich denn den antworten hier? Cool. Ich glaube, das ist in New York. New York? Ich glaube. Weil ich glaube, das ist nämlich das, wo man zu den Illuminaten muss, das Labyrinth von dem. Glaube ich. Weil ich habe mir halt die Startquests von jedem angeguckt. Okay. Ah, noch ein zweiter Fan? Anscheinend, ja. Oh, ziemlich hoher Rang, also. Frag ihn mal, ob er sich uns anschließen möchte. Wenn du Skilling-Tipps haben willst. Ja, Ups. Okay,
Ich denke mal, wir haben jetzt auch die halbe Stunde voll. Dann versuche ich den Typen jetzt mal in Skype reinzukriegen. Und dann schauen wir mal, was der so ist, wie der so tickt. Und dann schauen wir mal, ob der uns weiterhelfen kann bei unserer tollen Quest. Bis dahin, have fun, euer Koali.